Hi, mein Name ist Vicky Michalke und wir machen heute ein Trainingsvideo mit meinem 5-jährigen Brit-Pferd Dwayne. Das ist ein bisschen heißeres Pferd und ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Dwayne hat Temperament. Als er unsere Kamera am Rande des Vierecks entdeckt, macht er darum zunächst einen großen Bogen. Victoria Michalke ist gefordert. Dwayne fand das am ersten Mal nicht so cool und ist umgedreht, aber ich habe einfach versucht, erstmal ein bisschen abzutraben, ihn zu beschäftigen, dass er sich auf mich konzentriert und dass wir dann immer näher an die Kamera rangekommen sind. Die Kamera akzeptiert er, den kleinen Sonnenschirm über der Kamera weniger. Also helfen wir ihm und packen ihn wieder ein. Dwayne hatte jetzt heute zum Beispiel echt Angst vor eurem Schirm. Da habe ich jetzt mitgenommen, dass wir vielleicht mal Schirmtraining machen und ein paar Leute ans Viereck stellen mit einem Schirm. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Am Ende kann man nicht alles üben, was passiert. Es ist immer die Situation, die gerade da ist, worauf man reagieren muss. Aber so ein bisschen Abhärtung schadet, denke ich, auf keinen Fall. Also das war gut. Er war dann auch echt am Anfang natürlich ein bisschen abgelenkt, aber danach bin ich schön zum Reiten gekommen, hatte das Gefühl, dass er wirklich vorwärts gehen will und schön zieht. Auf Gut Dachsau hat sich einiges verändert, seit ihr Partner da ist, Dennis Nielsen. Und der ist Springreiter. Was wirklich cool ist, so, wir haben ja jetzt neue Sprünge hier seit ein paar Monaten. Die ersten Wochen war das natürlich nicht so leicht, gerade wenn dann mal ein neuer Sprung kam oder der Sprung woanders stand. Aber das stört die Pferde gar nicht mehr. Also eigentlich ist es ganz cool, man kann schön außenrum reiten und selbst wenn gesprungen wird, haben die jungen Pferde kein Problem damit. Am Ende ist es so, dass das Pferd meistens wahrscheinlich mit ein bisschen Spannung anfängt, gerade wenn man so ein bisschen heißeres Pferd hat. Und das Ziel der Trainingsstunde sollte sein, dass die Grundgangarten am Ende der Stunde schön locker sind, dass er durch den Körper galoppiert, durch den Körperschritt geht. Und am Ende müssen die Grundgangarten quasi so geübt werden, dass es zum Ende der Stunde hin alles besser und losgelassener wird. Also der Hauptfokus liegt schon auf den Grundgangarten und gerade beim jungen Pferd erstmal schön vorwärts, locker, dass er merkt, okay, ich benutze meinen Körper und muss nicht die Luft anhalten, weil irgendwas Schlimmes außenrum ist. Ich glaube, gerade Dwayne ist einer, der echt viel Power hat. Der wird nicht so schnell müde, aber das ist ja das, was man am Ende später braucht oder mir auch liegt. Und Gelassenheit ist, dass er dann die Situation nicht als Stresssituation empfindet. Als Spaß am Training.